Servus Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Project 2 The Metal Age. Wir sind immer noch an Bord des Cetus Amicus. Da drüben unterhalten sich zwei Mechanisten. So, Frachtkiste, Container 1 Waffen, 2 Tränke, 3 Rostgas, 4 Kameras, 5 diverse Ausrüstungsgegenstände. Nein, diese Brüder waren mir stets zu stark. So, wir sollen im Frachtcontainer 5 als blinder Passagier durchgehen. Als er von Fortschritt sprach. Als ich von seinen großen Taten hörte, nachdem er die Hammeriten verlassen hatte, kam ich hierher. Als Hammerit musste ich oftmals die leise Verachtung der Ungläubigen ertragen. Doch das Gewand eines Mechanisten ist mit großem Prestige verbunden. Hä? Ich wollte gerade sagen, steht da Frachtcontainer 3 drauf. So. Wir schauen uns natürlich vorher noch um. Die zwei kommen anscheinend nicht hierher. Da bin ich doch schon mal sehr, sehr dankbar dafür. Dass man nicht knapp war. Wohin ist denn nur verschwunden? Ich fürchte, hier ist ein Eindringling. Habt ihr die Gefahr auch erkannt? Oder habe ich Moos auf meinen Augen? Du hast einen. Du hast eindeutig Moos auf deinen Augen. Freunde, einer unserer Brüder starb durch feige Mörderhand. Rache! Was ist denn der Typ? Folgt mir, mein Bruder. Ein Fremder ist unter uns. Fahr auch erkannt? Oder habe ich Moos auf meinen Augen? Komm ich her. Fürchte, hier ist ein Eindringling. Komm her, Süßer. Lauf in die Mine. Kommt heraus! Kommt heraus, egal wo ihr seid. Habt ihr die Gefahr auch erkannt? Oder habe ich Moos auf meinen Augen? Hey, immer mit seinem Moos auf seinen Augen, hey. Folgt mir, mein Bruder! Ein Fremder ist unter uns! Ich fürchte, der hängt da irgendwo fest. Kommt heraus! Kommt heraus, egal wo ihr seid. Ich komme aber nicht raus gerade. Ihr könnt euch nicht für immer verstecken. Wie dumm ist dieser Kerl? Ich höre euer angsterfülltes Herz. Poch, poch. Das wird mir jetzt zu blöd. Wo ist der Schurke? Ich werde euch suchen, bis ich euch... Das Lachen wird euch vergehen, denn... Bitte komm her, lauf in die Mine. In welchem Schatten verkriecht ihr euch? Die Schatten haben sich gegen mich verschworen. Wohin ist dieser Dieb verschwunden? Direkt vor dir, Kumpel. Alter. So, mit einem Dietrich, glaube ich, kann man die Dinger knacken, also entschärfen, dass man sie wieder mitnehmen kann. So kann man sie natürlich auch entschärfen.
Okay, ganz viele Hebel und bla bla. Gut, die zwei sollten wir vielleicht irgendwo verstecken, wenn der Captain an Bord kommt und mit dem Schiff wohin fahren will. Oh, jetzt komme ich hier wieder nicht raus. Okay. Ja, der Arm fällt ja einem kaum auf. So, Frachtcontainer 4 ist noch ungeöffnet, Leute. Wahnsinn, jetzt habe ich schon fast 10 Minuten in dieser Mission verbracht, obwohl sie eigentlich kurz vorm Ende steht. So. Haben wir noch ein paar Kameraaugen. Schaue ich mal, was sich hier hinten noch befindet. Ah, die Brennöfen. Ah, und da kann man rausgehen. Okay, alles klar. Gut, dann verpissen wir uns mal in den Frachtcontainer Nummer 5. Ich frage mich. Ja, ziemlich eng. Ich hoffe, das wird eine kurze Fahrt. Dann hoffen wir weiter, Garrett, weil ich glaub's nämlich nicht. So, wertvolle Fracht. Entführen Sie Cavador, das ist ja weggefallen. So, den Rest haben wir erfüllt. Fortfahren. Mögen die Vipern meine Feinde töten. Mögen ihnen die Krähen die Augen auspicken. Mögen die Schakale ihre Kinder rauben und des Nachts deren Knochen hauen. Fluch der Trickster. Drei Dinge führten mich auf Markhams Insel. Victorias Agent, das Cetus-Projekt und Bruder Cavador. Leider konnte ich für den guten alten Lotus nicht mehr viel tun, aber immerhin gab er mir noch einige Informationen. Und jetzt weiß ich mehr über dieses Cetus-Projekt, als mir lieb ist. Die Kerle haben ein Schiff gebaut, das unter Wasser fahren kann. Sieht so aus, als wäre dieser hässliche Fisch aus Eisen das Verbindungsglied zu Cavador. Ich muss also auf dieses Schiff, wenn ich ihn finden möchte, ob ich nun will oder nicht. Ach, Victoria hat ja keine Ahnung, was ich hier für sie riskiere. Natürlich ist es nicht damit getan, Bruder Cavador an diesen seltsamen KD-Ort zu finden. Ich Idiot musste ja auch noch versprechen, dass ich ihn zurückbringe. In einem Stück. Verdammt. Vielleicht sollte ich mir einen anderen Heimweg suchen. Es ist ja auch ohne Bruder Cavador im Schlepptau schon eng genug. Abgesehen davon gefällt es mir überhaupt nicht, wie ein Mechanist zu reisen. Und solange ich diesen geheimen Ort suche, werde ich Augen und Ohren aufsperren. Denn manchmal sind es Kleinigkeiten, die den großen Unterschied ausmachen. Tja, wo der Garrett recht hat, hat er recht. Entführung. Sie haben Bruder Cavador lange genug gesucht. Entführen Sie ihn und fliehen Sie. Cavador kann keine Fragen beantworten, wenn er tot ist. Lassen Sie nicht zu, dass ihm etwas zustößt. Was hat Karas vor? Da es sich hierbei um eine Erfindung der Mechanisten handelt, liegt sicher irgendwo ein Plan herum. Finden Sie ihn. So. Okay, irgendwie haben wir es wieder geschafft, rauszukommen. Und jetzt finden wir heraus, was KD ist, hätte ich gesagt. Kleiner Tipp, Kill-Death-Ratio ist es wahrscheinlich nicht. Ach, nicht schon wieder die verlorene Stadt. Ich hätte es wissen müssen. Dieses Mal verschwinde ich aber durch die Hintertür. Ach du Scheiße, die verlorene Stadt? Och nö. Nein. Ach Gott, die verlorene Stadt. Ja, aus dem ersten Teil, Leute, wer von euch den ersten Teil gesehen hat, der ist mir auch leidgeprüft durch die verlorene Stadt gefolgt und jetzt sind wir wieder hier. So. Da Sie bereits einmal in der verlorenen Stadt waren, wissen Sie, dass es einen anderen Weg gibt. Worauf warten Sie noch? Ich fürchte, wir können nicht bis zum Abend warten. Dann müsst ihr Bruder Cavador finden, denn nur er kann euch helfen. Keiner kennt die alten Wege besser als er. Flehe euch an. Sagt mir, wo ich den guten Bruder finden kann. In seinem Haus? Möglich, aber unwahrscheinlich. Ich glaube eher, dass er auf seiner täglichen Inspektion ist. Soll das heißen, ich muss in ganz Karadin nach Bruder Cavador suchen? Nein, ich denke, das ist nicht nötig. Sucht hier. Sicher werdet ihr eine Schriftrolle finden, auf der sein Terminplan aufgezeichnet ist. Er ist ein wahres Kind des Karas und hält seine Termine stets ein. Ach, tausend Dank. Mögen eure Zahnräder geschmeidig rollen. Achtung, auf der Suche nach Bruder Cavador dürfen keine anderen Arbeiter gestört werden. Dies wäre ineffizient und würde zu enormen Arbeitsausfällen führen. Feuert stattdessen einen Terminplan beim Lageraufseher an und achtet auf die grünen Lichter, die bei Anwesenheit des Bruders entzündet werden. Verwendet die Hilfsmittel, die euch der Erbauer schenkt und belästigt nicht den Arbeiter, denn sein Mühen erfreut die Augen des Erbauers.
Ihr mich auch. So, kommt die jetzt? Oh. Tatsache. Hallo? Hallo. Scheiße, diese drecksvergessene Stadt, Mann, wie sie mir auf den Sack gegangen ist. Jetzt bin ich schon wieder hier. Hymne 32, die Welle, den Hebel. Wie die Welle den Hebel, dreh mich, o Erbauer. Wie der Hebel das dann... Ah, okay, das lese ich mir ehrlicherweise nicht durch. Fanatiker-Scheiße. Habe ich eigentlich meine ganzen Sachen aus der vorigen Mission noch? Tatsache, Baby. Oh, hallo, Süßer. Lufttrank, drei Heiltränke. Gut, dass ich mir den Heiltrank aufgehoben habe. Und ihn nicht gesoffen habe. So, er läuft genau auf mich zu, aber er sieht mich nicht. Oh, aber er kommt hier rein, oder? Nee. Oder sie. Sie hat die Brüste. So, danke für den Heiltrank. Du kannst dich schlafen legen. Deine Schicht für heute ist beendet. Unsere heutige Reise ist beendet. Ja, aber die... Ich sehe schon, die Mechanisten haben einige Änderungen vorgenommen an diesem Ort. Oh, wieder so eine Armbrusttunte. Ja, weil das ja klar ist, ich meine. Ich frage mich, ob es jetzt auch hier wieder Barracks und diese Feuergeister gibt. Ich hoffe es einfach mal nicht. Die sind mir eh schon immer richtig derbe auf den Sack gegangen. Hey, Schraube, bist du's? Nee. Hoffentlich waren es keine Ratten, denn dies sind unheilige Kreaturen. Gut, dass es hier so dunkel ist. Scheiße, verstecke ich denn jetzt den bewusstlosen Körper, wenn es hier nicht... Oh Gott, wie ich diese Räume hasse. Hier schaut schon keiner nach. Ui, was haben wir denn hier? Einen Wasserpfeil. Sehr schön. Damit haben wir 49 Stück. Sollten hier mechanische Wächter rumlaufen, können wir diese relativ schnell ausknipsen. So, jetzt entschuldigt mal ganz kurz. Ich muss mal schnell mein Mikrofon nochmal justieren. Weil ich benutze ja jetzt das AT2020. Ein wirklich sehr, sehr geiles Mikrofon, liebe Freunde. Ihr habt es sicher schon an der Aufnahmequalität gemerkt. Und natürlich... Habe ich es ein paar Mal erwähnt. Dezent. Okay. Ich schätze mal, dafür werden wir diesen Schlüssel brauchen. Überraschung. Schaue ich aber gleich rein. Jetzt erstmal noch kurz hier hinten. Da scheint es wieder einen Wasserfall zu geben. 10 sogar, glaube ich, waren das jetzt, oder? So, hier möchte ich erstmal ungestört sein. Oh, sehr schön. Ein Seilpfeil, okay. Blitzbombe, jetzt habe ich aber schon ganz schön viele. So, das Ding knacken wir doch mit links. Komm schon. Du bist es doch auch. Okay. Oh, jetzt komm schon. Gaspfeil, nice one. Mine, Leuchtstab, okay. Aus dem neuen Buch der Glaubenssätze, Entwurf, Seite 31. Großer Erbauer, deine Zeit ist nahe. Meine Schatzkammer ist fast vollendet. Ein Rückzugsort für Karras. Bald schon werden uns die Diener verlassen. Karras wird einen Leitsender erbauen und damit die Diener zurück zur Kathedrale von Soulforge rufen, um sie noch weiter zu verbessern. Sollte dies notwendig sein. Danach wird mein Geist frei sein von allen Zweifeln und die Ratio die Natur besiegen. Und Karras wird die notwendigen Schritte ergreifen, um das Paradies auf Erden zu errichten. Verglichen mit diesem Kerl klingen die Hammeriten richtig vernünftig. Das dachte ich mir auch gerade, Garrett. So, wir haben unten in der Haupthalle noch nicht alles durchsucht. Da
Das möchte ich jetzt. Schauen wir erstmal, was hier hinten noch sind. Hier gibt es eh noch. Oh, ah. Entschuldigung. Gut, dass das nicht laut war. Ah, sehr schön. Wieder Artefakte. Ich dachte ja beim letzten Mal, als wir hier waren, alles mitgehen lassen. Schade. Dem war wohl offensichtlich nicht so. 61 Wasserpfeile. Ich glaube, so viele hatte ich noch nie. So viel Bienen auch nicht. So, guten Tag. Noch mehr Leuchtstäbe. Und noch ein paar Breikopfpfeile. Sehr schön. Wo ist denn der kleine Penner? So, jetzt da ich ja genügend Wasserpfeile habe. Mein kleiner, überlauniger Freund, ist es mit dir vorbei. Ein Fehler, nichts. Solltet ihr mich brauchen, folgt dieser Route und ihr werdet mich finden. Stört mich nur, wenn euer Anliegen von größter Wichtigkeit ist. Ausgrabungsstätte 7236148, Bruder Cavador. Na, ich weiß, wo Cavador ist. Das ist schon die halbe Miete. Ja, aber dass das Licht hier angeht, finde ich nicht cool. Noch ein Papyrus. Aha! Jetzt wissen wir schon mal, wo die ganzen Ausgrabungsstätten sind. Jetzt wissen wir zwar rein in der Theorie, wo er rumläuft. Und welcher Route er folgt. Achtung, auf der Suche nach dürfen keine anderen... okay, gut, das brauchen wir nicht. Das können wir hier lassen. So, erstmal hier ein bisschen das Licht dimmen. Oh, da sehe ich einen Eiltrank. Immer nur her damit. Und hier geht's wieder nach oben. Okay, alles klar. Ich glaube, hier in der Haupthalle, nenne ich es jetzt einfach mal, genau, Basislager, da finde ich wohl nichts. Ich muss wohl hier die ganze Route ablaufen. Ja, Mensch, da kommt Freude auf. Also, es war ernst gemeint, Leute. Da kommt wirklich Freude auf. Ich freue mich richtig. Geronimo! Danke dem Erbauer, der meine Handfinger erschuf. Und seht meine Finger, die wie die Zähne eines Zahnrades ineinandergreifen. Ich bin ein Teil seiner großartigen Maschine. Dies ist meine Bestimmung. Ja, denk auch immer, was du willst, Freund. Das wird dich nicht retten. Okay, so. Sperrgebiet, nur der Ausgrabungsleiter, okay. Wo mache ich dieses verkackte Tor auf? Danke dem Erbauer, der mein... Kommt ins Licht damit! Was ist das? Wer ihr auch seid, tretet hervor. Meine Macht wird euch zerschmettern. Ah, Scheiße. Ich wollte doch eigentlich nur noch mal rein in den verkackten Laden hier. Weil ich wieder irgendwas übersehen habe, was dieses Tor öffnet. Naja.
würde sagen, wir sind doch mit einem Mord noch ganz gut davon gekommen. Das war ernst gemeint. Okay, scheiß drauf. Ich muss irgendwo einen Hebel oder sowas geben. Da sage ich nicht nein. Okay, jetzt ist die spannendste aller Fragen, wie öffne ich dieses verkackte Tor? Muss ich vielleicht dazu alle Lichter anmachen? KD-Ausgrabungsstätte, okay. Ich muss dafür nicht alle Lichter anmachen. Aber noch unauffälliger hättet ihr den Hebel nicht machen können, meine Lieben. Dann habe ich wieder genau an der richtigen Stelle ausgeschalten, den kleinen Dreckspenner. So, jetzt will ich aber erst noch kurz schauen, wenn ich auf der einen Seite einen Dingens gefunden habe, dann gibt es doch auf der anderen Seite sicher auch einen. Ja, voll. Feuerpfeile sind immer super, um alles Mögliche kaputt zu machen. Zur Not setzt man es gegen Typen ein. Sollte man zwar nicht machen, ist aber effizient. Oh Leute, und ich sehe schon, wir haben wieder gnadenlos überzogen. ich werde jetzt noch zu dem Ausgrabungsstätteneingang gehen und dann werden wir in der nächsten Folge fortfahren und die vergessene Stadt alias KD erkunden. Und hoffe, dass ihr da dann wieder mit dabei seid. Bis dahin, sage ich. Ciao, Leute. Euer Max. Macht's gut.